Um das Fest Kreuzerhöhung am 14. September herum lud auch heuer das katholische Hilfswerk Kirche in Not zu einem Solidaritätstag für verfolgte Christen nach Augsburg ein. Der Gründer des Hilfswerks, Pater Werenfried van Straten, sah im Fest Kreuzerhöhung den Gedenktag für die verfolgte Kirche schlechthin. Daran erinnerte die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert. Ein bekanntes Zitat von ihm ist: Unsere verfolgten Brüder sind die Elite der Kirche. Mit ihnen solidarisch zu sein, ist eine Ehrensache. Ich denke, zu dieser Elite, die Pater Werenfried definierte, gehört auch unser heutiger Gast, Pater Jacques Murat. Er leitete das Kloster St. Elian in Karyatayn in Syrien, bis er im Mai vergangenen Jahres von der Terrormiliz Islamischer Staat gefangen genommen, verschleppt und misshandelt wurde. In Augsburg schilderte er unter anderem, wie er gekidnappt wurde. Das war am 21. Mai, so ungefähr gegen 2 Uhr nachmittags. Da sind 8 bis 10 Terroristen aus unserer Stadt Karyatayn in das Kloster eingedrungen. Sie waren maskiert. 2 der Männer haben mich genommen und haben mich zu einem Auto gebracht, zusammen mit dem Postulanten Boutros, der sich auf das klösterliche Leben vorbereitet hat. Mit dem Auto sind wir sehr schnell in die Wüste gefahren worden. Dort hat man mir Handschellen angelegt und die Augen verbunden. So ist das gewesen. Das Kloster von Pater Jacques Murat steht nicht mehr. Bulldozer der Terrormiliz Islamischer Staat haben es völlig zerstört. Kirche in Not will Pater Murat dabei helfen, sein Kloster wieder aufzubauen. Das Kloster muss wieder aufgebaut werden, denn es ist ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen. Die wiederaufgebauten Kirchen und Klöster sind wie Flaggen in der Hand der Christen, die anderen Christen zurufen: Hallo, wir bleiben hier. Wir gehen nicht nach Europa, wir gehen nicht nach Deutschland. Wir bleiben hier, denn hier sind wir zu Hause. Ihr Bekenntnis zu Christus lassen sich Christen in anderen Regionen der Welt viel kosten. Daran erinnerte auch die Kundgebung auf dem Augsburger Rathausplatz. Die Gäste von Kirche in Not und andere Redner forderten Religionsfreiheit für alle Menschen in allen Ländern. Der Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Johannes Singhammer, betonte, muslimischen Flüchtlingen in Deutschland müsse klar gemacht werden, dass hierzulande Religionsfreiheit gelte. Religionsfreiheit heißt beispielsweise, dass auch der Wechsel der Religion möglich ist. Das heißt auch, dass bei uns die Stellung der Frau keine untergeordnete ist, sondern bei uns Gleichberechtigung gilt. Vom Augsburger Rathausplatz zogen mehrere hundert Demonstranten zum Augsburger Dom. Sie zogen im Schweigen, um damit auszudrücken: Für das unsägliche Leid von verfolgten Christen gibt es keine angemessenen Worte. Passend dazu vergoss der Himmel reichlich Tränen. Das Schweigen mündete dann im Dom ins Gebet. Beim Kreuzweg für die verfolgte Kirche wurde deutlich: Der Leidensweg Jesu ist nicht nur Geschichte. Er setzt sich heute im Schicksal von Millionen verfolgter und bedrängter Christen fort. Domdekan Bertram Mayer leitete das ökumenische Gebet. Erste Station: Jesus wird zum Tod verurteilt. Geschlagen und misshandelt von jüdischen Volksgenossen, in den Kerker geworfen und verspottet von römischen Soldaten, bis auf den Tod gehasst von den Massen, schließlich verurteilt von Pontius Pilatus zum schändlichen Tod am Kreuz. Am Ende der 14 Kreuzwegstationen stand die christliche Hoffnung. Auf das Kreuz folgt die Auferstehung. Auf den Tod das Leben in Fülle.